Das ist doch nicht so schlecht. Eingenommen. Echt, wir haben keinen Verlust gemacht. Ja, warum denn nicht, ne? Haben wir schon die ganzen... Ne, wir haben noch eins. Bevor die Tilgung beginnt. Genau, wir waren... Diese wegmachen. Dann geht's los. Die letzten Gebäude. Ein Bruder ist gefallen. Nein! Granate, die wir irgendwo reinwerfen können. Ja, perfekt. Dann noch eine Heilung. Super. Läuft doch. Segen des Imper- Noch ein Alien vernichtet. Noch eine Schlacht gewonnen. Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Yeah, Einsatz abgeschlossen. Kommandant, Meridian steht erneut in ihrer Schuld. Der Tod dieser Bestie gibt uns Hoffnung, dass wir gegen diesen Schrecken bestehen können. Vielen Dank. Diese dumme Administratorin hält an der Hoffnung fest, wenn es kaum noch welche gibt. Wenigstens steht sie zu ihrer Welt, im Gegensatz zum Gouverneur. Ihre armselige Sentimentalität für die gesichtslosen Massen wird so langsam langweilig, Thaddeus. Diese Massen sind das Volk des Imperators. Daran sollten Sie sich besser erinnern. Genug. Sie haben Ihre Befehle. Seien Sie dem Orden treu und gehorchen Sie. Sie sind dumm. Rückhaltlosen Gehorsam von Ihnen zu erwarten, Takus. Das sind Space Marines. Es ist Ihre Pflicht zu gehorchen. Der Kommandant ist von Ihrem Gehorsam abhängig. Aber Sie sind nicht der Kommandant, Takus. Sie sind Ihr Waffenbruder. Aber ihr älterer Bruder, ein Veteran zahlloser Schlachten. Sie respektieren ihren bisherigen Dienst und der Terminator ehrt ihre Leistungen. Aber respektieren Sie sie? Kennen Sie sie überhaupt? Und was ist mit Ihnen, Cyrus? Respektieren Sie mich? Genug, um ehrlich zu Ihnen zu sein, Takus. Das ist doch, ja... Tyranninaktivität auf Meridian, Tyranninaktivität auf Typhon, Tyranninaktivität auf Kaldaris. Ja, das wissen wir ja. Perfekte Genprobe haben wir doch jetzt. Ach nee, wir haben eine perfekte Genprobe. Aber dafür haben wir hier einen Story-Twist noch. Ach nee, erstmal hier. So. Ich habe gerade voll die Übersicht über die ganzen Waffen, die ich hier habe, verloren. Muss ich ehrlich sagen. Und über die ganzen Rüstungsdinger, die wir hier haben, auch. Da muss man ehrlich was weg.
So, die kann auch weg. Hier ein bisschen sortieren. Was haben wir denn hier noch so? Ja, nee, das. Was ist das denn? Schwebende Wahrheit. Sturmsprung. Will ich das? Nö, will ich eigentlich nicht. So, hast du irgendwie noch was an, was wir vielleicht verbessern können? Ja, irgendwie auch nicht, ne? Doch, du kannst die Rüstung hier anlegen. Ja. So. Ach, der hat noch ein Zubehör, was er ausrüsten kann. Fünfundvierzig Gesundheit. Ach so, aber minus 42 Rüstungswertung, nee, das ist natürlich scheiße. Mach mir lieber plus 7 Fernkampfschaden, ne? Und da gucken wir mal. Achso, nee, das ist jetzt erstmal hier wieder leveln. Ach nee, Moment, rück nicht. Machen wir das mal so. Bei ihm ist aber auch alles super. Jetzt kommt noch Thaddeus, der macht ja momentan gar nichts. Aber der bekommt irgendwie so seine Level. Ja. So, ich weiß es nicht. Also wir haben noch 6 Minuten Zeit, bevor ich da Überlänge mache. Na komm, wir machen Überlänge. Würde ich sagen, oder? Was ist denn das eigentlich? Das ist wahrscheinlich genau das hier. Ja, dann machen wir, ne? Kommandant? In den Aufzeichnungen des Ordens wird diese Idranel, die der Runenleser der Eldar nannte, tatsächlich erwähnt. Sie ist eine Runenprophetin, eine Hexenanführerin ihres Volkes und mit demselben Weltenschiff verbunden, das sich bei unserer Kronos-Kampagne gegen uns wandte. Idranel ist zweifellos die Anführerin der Eldar-Operationen auf Meridian. Die Tyranniden-Invasion setzt sich im ganzen Sektor fort. Aber dies ist unsere Gelegenheit, den Eldar-Aktivitäten zur Destabilisierung des Subsektors ein Ende zu setzen. Ja, aber ich sag mal so, wir machen das beim nächsten Mal. Denn ich glaube, das wird dann zu krass überlängemäßig was werden. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, dann werden wir hier, das ist ein bisschen kürzer geworden. 4 Minuten hätte ich noch, also beziehungsweise 5 Minuten hätte ich noch aufnehmen können, aber das würde einfach nicht reichen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, machen dann hier die Story und ich freue mich zumindest, dass wir diese Nebenquest hier jetzt gemacht haben. War halt ätzend, aber und lange, aber die Mission hier war eben auch recht, sagen wir mal, schon anspruchsvoller als die anderen. Also, wir sehen uns und ich speichere.
Ja, so kann man speichern bei dem Spiel. Habe ich auch erst herausgefunden. Beim, naja. Das habe ich recht spät herausgefunden. Also, wir sehen uns und ja, dann machen wir dieses die Story-Quest weiter.